jetzt hast du aber einen rausgehauen. Alter. Ich liebe dich so sehr. Ja. Knutsch. Knutsch. Als ich die Straßen laufe in Düsseldorf, denkst dein Vater rechts du. Und du in der Mitte, ne? Oh, Baby. Wie ist es denn bei dir und Michael? Hast du Gefühle für ihn entwickelt? Ja, jetzt kommt's. Was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Talk About Temptation, Baby. Hier werde ich mir mal alle Folgen kommentieren und analysieren. Würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Und ich würde sagen, wir starten mit der Finalfolge. Aber nicht die letzte Folge, die finale Folge, wenn die da noch in den Villen sind, ja. Mit Folge Nummer 12 von Temptation Island. Let's go! So, da sind wir wieder auf jeden Fall. Wir fassen wie immer selber kurz zusammen. Ach, bevor ich was sage, Dings. Also, wir haben natürlich nicht vergessen noch ein Wiedersehen. Da sind wir natürlich auch super gespannt drauf. Und wir machen ein kleines, sehr, sehr wahrscheinlich ein kleines Special. Also ich wollte ganz gerne auch nochmal mit den ganzen Kandidaten mal reden. Es werden bestimmt ein paar Fragen offen sein, auch nach dem Wiedersehen. Deswegen meine Bitte an euch, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denn von allen Kandidaten, Verführerinnen, Verführern gerne so wissen wollen würdet. Und dann fragen wir das einfach mal. Ne? Was ist denn noch interessant zu wissen? Was ist für euch ungeklärt? Ne? Es kann natürlich sein, dass es noch in den Wiedersehen kommt, aber wir müssen uns ja trotzdem ein bisschen vorbereiten. Deswegen schreibt einfach gerne rein, was ihr wissen wollt oder was noch spannend wäre zu wissen. Nice to know. Background-Infos. Gerne ran damit. Also, fassen wir trotzdem kurz selber zusammen. Nico, verkackt, raus. Wir waren noch stehen geblieben, glaube ich, beim letzten Lagerfeuer von Tatum und Lewis. Und haben natürlich auch noch das letzte Lagerfeuer von allen anderen. Ich habe auch gesehen, wie du mit ihr warst. Du wolltest sie. Hast du meine Blicke gesehen? Trotzdem. So hast du mich noch nicht mal anguckt in den letzten 3 Jahren. Stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Und deswegen glaube ich ihr auch. Weil du wolltest sie, aber sie wollte dich anscheinend nicht, sondern lieber jemand anderen. Auf gar keinen Fall. Ja, okay. Also die beiden diskutieren ja gerade noch, weil Tatum Lewis, da war ja noch irgendwie Tatum mit Siri am Anfang, ne? Ey, willst du mich wirklich hier und so? Und dann kam ja noch die Autogeschichte, ja? Und deswegen gucken wir mal weiter. Ihr habt euch ja vor Beginn von Temptation Island Briefe geschrieben. Oh ja. Erinnert ihr euch noch daran? Ja, an die Briefe erinnern wir uns noch. Ja. Diese grandiosen Briefe habe ich bei mir. Oh. Die dürft ihr euch jetzt gegenseitig vorlesen. Oh Gott. Ich war bei Subway. Tatum, weil du dich so sehr freust, darfst du anfangen. Hier ist dein Brief. Ja, ich habe gedacht, es gibt hier noch ein bisschen Beef, Mann. Aber dafür haben wir, glaube ich, noch gleich später Adrian und Charlene. Lieber Lewis, ich fand das ziemlich scheiße, dass du mit der Siria im Auto warst und mit ihr da Hand in Hand oder Arm in Arm gelegen hast. Bitte mach das nicht mehr. Mein lieber Schatz, heute geht es wirklich los und ganz realisieren kann ich das alles noch nicht. Ich weiß, du hast es oft nicht leicht mit mir. Ich bin eine schwierige Person, mit der nicht jeder umgehen kann. Doch mit deiner ruhigen und liebevollen Art schaffst du es trotzdem, mich zu handeln und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, wenn ich mal wieder zu temperamentvoll bin. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du zu gut für mich bist und das denke ich auch jetzt. Oh, Alkohol, Luis, ey. Das ist richtig dabei jetzt, ey. In meinen Augen hast du keine Fehler, ich dafür umso mehr. Alter, liebevoll, ne? Ich liebe dich für immer. Boah, ich liebe dich für immer auch noch. Krass. Danke dir. Danke dir. Oh, ist das schön, ey. So, jetzt kommt es. Liebe Tatum, ich fand es sehr blöd, dass du nicht genug intellektuelle Gespräche geführt hast und unreifer bist als ich. Und nicht die Reife besitzt, intellektuelle Gespräche zu führen. Und meine Goldmaus. Ey, was ist da los? Ich hab gedacht, da geht die Post ab gleich.
Ey, der saß doch jeden Tag, hatte der eine Perle auf dem Schoß, jeden zweiten gefühlt, der Louis. Ne? Und die Anfangsbilder von Syria, ist das alles schon vergessen oder was? Ja, gut, beide haben gefeiert, ne? Beide lieben sich trotzdem, ja, habt ihr eigentlich recht. Was soll man jetzt so Drama draus machen, ne? Stimmt, ja, warum? Kann ja auch, ne, wir haben beide Scheiße gebaut, ja. Richtig. Richtig. Eigentlich machen sie das richtig. Hallo, mein Engel. Du gibst mir neben all dem Stress in meinem Leben den richtigen Halt und die richtige Freude, die ich zum Leben brauche. Du hast mir oft genug gezeigt, dass du für mich da bist, beziehungsweise kämpfst für mich, wenn ich dich wirklich brauche. Ich werde Blut, Tränen und Schweiß für dich geben, um der perfekte Mann zu sein. Der perfekte Vater unserer Kinder. Ich werde uns den Erfolg bescheren, den wir verdienen. Ich liebe dich für immer. Und? Ist jetzt alles wieder gut bei euch? Ja. Ja, muss man auch nicht immer. Dann, weißt du, dann hast du was und dann ist doch gut, wenn du dann einfach auch mal so, ne? Sie hat gefeiert und war nicht intellektuell genug. Der Louis hat gefeiert und hat auch ordentlich Scheiße gebaut. Beide sind damit fein. Es ist auch eine Fernsehsendung, weißt du, wie ich meine? Muss man jetzt auch nicht die ganze Zeit dann rum drauf reiten und so. Und vor allem, wenn es der Beziehung dann nicht mehr schadet. Oder weißt du, wie ich meine? Es gibt dann immer, dass dann man sich 1000 Jahre dran aufhält, wenn einer diesen Fehler gemacht hat. So. Sondern dass der Fall nicht ist und das Vertrauen nicht gebrochen ist. Sollen sie doch. Ey, alles cool. Wie geht's denn mit euch jetzt nach Temptation Island weiter? Wir werden zurück in unsere Heimat, zurück in unsere Wohnung, Zweisamkeit genießen und werden weiterhin ein wundervolles Leben führen und in die Zukunft blicken. Also um es nochmal schwarz auf weiß zu haben, ihr verlasst die Insel der Versuchung als Paar? Ja, auf jeden Fall. Wir verlassen Temptation Island als Paar. Dann darf ich euch hiermit verkünden, Tate und Louis, ihr habt Temptation Island bestanden. Ui, danke, dass ihr dabei wart. Bisschen Gänsehaut kommt aber. Ich wünsche euch alles. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke euch. Ja. Also von meiner Seite auch nochmal, Louis Tatum, ihr wart ein sehr, sehr cooles Temptation Island Paar. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, es hat mich sehr unterhalten mit dem ganzen intellektuellen Kram und so. Louis, das war sagenhaft. Ich finde euch echt cool und cool, dass ihr da wart, Alter. Vielleicht sieht man sich mal irgendwann. Haut da rein. Es ist einer der krassesten Gefühle, jetzt hier zu stehen, gar nicht zu wissen, was los ist. So, was geht denn jetzt beim Adrian ab hier? Ich hoffe, dass es Lorraine ist, die kommt. Das würde, glaube ich, alles sein. Dann. Boah, meinst du, Lorraine kommt jetzt? Boah, das wäre so geil, Digga. Nein! Doch! Oh mein Gott. Ey, hammergeil, Alter. Boah! Auf zu weit. Boah, geil. Ey, bei den beiden hätte ich im Leben nicht gedacht, als ich die gesehen habe, die erste Folge, dass die so ein gestandenes, cooles, vernünftiges, reflektiertes Pärchen sind. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte meine Eier drauf verwettet, als die da reinkam mit Schoko-Zitrone, dass die so viel Scheiße bauen wird. Aber so ist es. Zu 100% lass ich dich nicht mehr gehen. Vertrau mir dann, gell? Und Freunde, ich sag euch das auch, für dieses Format auch ultra wichtig, finde ich, ja. Ich bin immer der, ich will Positives auch sehen. Na klar, wir brauchen den ganzen negativen Kram auch, da reden die Leute drüber, ne. Aber für unser Temptation Island, diese positiven, geilen Momente brauchen wir auch, sind ultra wichtig. Und, ne, auch wenn die nicht Scheiße gebaut haben, das ist wichtig für so ein Format. Sag ich euch, wie es ist, weil das dann auch nochmal Glücksgefühle bei den Leuten hervorbringt. Schön. Geil. Auch noch vor dem letzten Lagerfeuer. Wisst ihr, wie ich meine so? Vor dem letzten Lagerfeuer können die sich schon sehen und so. Finde ich auch mal was anderes. Ich habe immer gesagt, wenn wir Temptation Island schaffen, bin ich für den nächsten Schritt bereit. Du bist es wirklich für immer. Und ich sag euch, wenn man Temptation Island schafft, dann ist die Beziehung wirklich sehr, sehr gestanden. Wenn man das schafft, ihr müsst euch vorstellen, Freunde, die versuchen mit allen Mitteln euch auseinanderzutreiben. Mit also was heißt Manipulation, aber du wirst halt, das Vertrauen wird in Frage gestellt mit jeden Kleinigkeiten am Lagerfeuer. Das ist nicht einfach. Wenn du das schaffst, Alter, dann kannst du echt, dann könnt ihr heiraten. Ich habe noch eine Überraschung für Lorraine. Ich bin sehr gespannt, wie sie darauf reagiert. Ich hoffe, sie freut sich. Genau so was will ich irgendwann auch, Alter. Genau so. Irgendwann mal bei Temptation Island sein und das so schaffen.
bin jetzt aber ganz schön auf Ex die ganze Zeit, ne? Ja. Ja, der Mann ist gut im Training nach den 2 Wochen, ne? Ich liebe dich über alles. Du bist krass. Du bist das Beste, was mir überhaupt in meinem Leben passieren konnte. Du bist das Feuer. Ich habe es nicht umsonst immer Feuer genannt. Du bist wirklich, du hast mein Leben komplett verändert. Es ist für mich sehr schwer, darüber zu reden. Aber... Ich wollte dich fragen, ob du meine Frau werden willst. Boah, Junge, jetzt hast du aber einen rausgehauen. Alter. Boah. Jetzt hab ich... Wow. Umsonst für immer. Miteinander. Aber die treffen auch bei mir, dann den ganzen der Schnitt, ne, und so die Zeitlupen, dann kommt die richtige Musik noch rein, ne. Das muss man auch sagen, deswegen ist Temptation Island auch so ein geiles Format, weil die Macher dieser Sendung einfach phänomenal sind, das ist einfach so. Hammer. Ja, das ist für immer. Ja, was ich angesehen. Boah, krass, Junge. Ja, für immer, hab ich doch gesagt. Das ist ein besonderer Tag, ja. Ich liebe dich. Und vor allem, wisst ihr, was ich meine? So, das war am Anfang, wie gesagt, deswegen finde ich die beiden auch so geil, Alter. Weil sie nicht wegen Fame, Show, Follower ihre Beziehung dann irgendwie aufs Spiel setzen mussten. Ne? Da, also, versteht ihr, wie ich meine? Die machen da keine Show und führen sich da gegenseitig vor wegen Erfolg oder so. Die machen, die gehen das, die stehen dazu, die finden sich beide Hammer, ne, lieben sich und so. Und deswegen, weil es real ist, Digga, feiere ich das einfach. Das ist der Punkt. Ich mag, deswegen sind wir auch Reality. Wir gucken Reality, weil das ist real. Ja, und das mag ich. Lieber Adam, willkommen zu dem finalen Lagerfeuer hier bei Temptation Island. Dann würde ich sagen, holen wir deine Verlobte Lorraine noch jetzt gerne, einfach direkt dazu, gerne, oder? Gerne. Hauptsache, dass dort nichts rausfällt, ne? Letzte Lagerfeuer, Lorraine und Adam. Was ist das für ein Gefühl? Hättest du da jemals mit gerechnet, dass ihr so Temptation Island verlasst? Also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass Adam überhaupt so eine Idee hat. Also ich war so überrascht und ich habe mich so gefreut, weil er ist einfach der Mann fürs Leben für mich und ich liebe dich so sehr. Ich auch. Knutsch! Knutsch! Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, da hast du es ja. Ist das mein Arsch? Ja, kenn ich ja. Oh, sieht aber gut aus. Ich kümmere mich halt um alles so. Wenn es um die ganze Wohnung geht, so, keine Ahnung, sei es ein Terrassenaufbau oder was weiß ich, sie könnte da ein bisschen so den Part übernehmen, keine Ahnung, dann geht sie mal halt einkaufen oder sowas. Sind 2 Promille, oder? Ich glaube schon, oder? Beispielsweise, mir geht's schlecht. Kannst du mir bitte den Tee geben, so, ne? Ja. Hä, bring ich dir doch auch, wenn es dir schlecht geht. Ja, nee, ich steh jetzt nicht auf. Oder wie hol dir doch selber oder solche dummen Sachen manchmal. Ja, gut, ne? Weil wir sind ja hier, um Spaß zu haben, oder? Ja, klar. Natürlich. Hast du denn an der Kette oder was? Ja. Oh Gott. Und? Auch beide Seiten sehr gleich, die Bilder, ne? Haben sie auch sehr gleich, so gleich geschnitten irgendwie, ne? Der eine mal da irgendwie am Eincremen, die andere mal eingecremt worden, tanzen, dies, das und so, alles sehr, sehr auf demselben Level. Hört ihr beide nach dem... Gut, Lorraine hat ein bisschen mehr darüber erzählt, was sie stört. Aber so sind doch unsere Mädels, ne? So haben wir sie doch gern. Die haben meistens immer ein bisschen mehr zu meckern einfach. Aber deswegen haben wir sie doch lieb. Ja, und jetzt ist Temptation Island endlich vorbei. Ja, endlich, endlich. So, Freunde, ein historischer Moment ist eingetreten. Ich habe mir noch nie... in dieser Sendung ein Bierchen aufgemacht. Aber auf Lorraine und Adam kann ich mir jetzt mal ein Bierchen aufmachen. Prost an der Stelle auf euch. Habt das super geil gemacht. Ich freue mich so sehr. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Eure Zeit bei Temptation Island ist jetzt vorbei. Das heißt, ihr dürft nach Hause gehen. Danke für alles, Lorraine. Danke euch. Danke. Und jetzt genießt euch. Ja, natürlich. Ja. Endlich. Kommt gut nach Hause. Ciao. Ciao. Lola, Adam, auch vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr wart das Positive dieser Sendung und das brauchen wir auch in dieser Sendung und das brauchen wir auch einfach, um zu sehen,
es kann auch gut gehen, ne, Freunde? Also, es, du kannst es auch schaffen und du kannst dich auch wie ein normaler Mensch bei Temptation Island verhalten. Das gibt es auch noch, ja. Und auch wichtig für uns zu sehen, dass es junge Pärchen gibt, einfach so, die sich treu sind und heiraten wollen und so. Finde ich geil, Alter. Sag ich euch ganz ehrlich so, wisst ihr? Also, finde ich richtig gut. Ich bin froh, dass es das noch gibt. Also, Chapeau an euch. Echt alles Gute. Eine tolle Ehe. Sagt mal Bescheid, wenn ihr in der Nähe seid. Lieber Adrian. Liebe Lola. Willkommen zum finalen Lagerfeuer von Temptation Island. Wie fühlst du dich? Ja, ich bin aufgeregt auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch, Charlene wiederzusehen auf jeden Fall. Die zwei Wochen waren sehr hart. Habe ich im Endeffekt jetzt auch gespürt. Und ja, ich kann es kaum erfassen, sie jetzt wiederzusehen. Ich möchte dich gar nicht länger zappeln lassen. Hier ist deine Freundin, Charlene. Jetzt bin ich aber mal auf die Reaktion gespannt bei den beiden. Hi. Hi, Schatz. Alles gut? Geht, ne? Warum war's los? Hi. Dein Ernst, Bruder? Wie? Hi. Schon. Oh. Das ist eine ziemlich kalte Begrüßung dafür, dass er... Ja, sehe ich auch so. Ich bin auch gespannt, wie die das jetzt gegen voreinander rechtfertigen wollen, ne? Das bin ich echt, ich bin da echt mal gespannt. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt, was dich jetzt so aufregt. Bei euch ist definitiv viel passiert innerhalb dieser zwei Wochen. Wir klären alles natürlich jetzt. Wir fangen aber erstmal mit deinen Bildern an, die Charlene so, ich sag mal, ertragen musste. Also dein Kopf da gefällt mir schon mal ganz gut. Und hinten von vorne volles Programm. Julian war so heiß und so geil wegen der Autofahrt, dass er, als wir ankamen, musste er sich auf die Lenkrad runterholen. Stimmt. Er meinte, er hält es nicht mehr aus, weil er so viel in die ganze Zeit. Lecken und so stehst du voll drauf, ne? Also ich bringe sie meist so mit ein paar Minuten Lecken zum Kopf. Und man muss doch sagen, sie kannte das vorher nicht. Ich war der erste Mann, der sie zum Kong gebracht hat. Sie hatte zwei Leute vorher, das waren Flaschen so. Und das war Assi. Das war Assi, Leute. Also. Dann ne, über diese Sexdetails und so von ihr zu reden, so das macht man nicht. Ey, da war noch Bibi. Ey, das muss jetzt kommen. Ey, das Bibi. Ich will die Bibi-Bilder sehen. Aber hundertprozentig. Oh mein Gott, ey. Ich bin echt. Licht aus! Licht aus! Die letzten Bilder hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, ob mir die gezeigt wurden oder ob ich das vergessen habe. Die letzten Bilder hatten wir gezeigt. Allerdings war euch unklar, welcher eurer Männer das war. Das waren Nico und Adrian. Dachte ich mir. Die Bilder im Bett. Ach so, ja, doch, das weiß ich noch. Guck mal, ich habe mit keiner rumgemacht. Ich habe zu keiner eine emotionale Bindung aufgebaut, vielleicht wie du zu deinem Michael. Und ich habe keinen weggesteckt. Das andere ist alles vertretbar. Es war eine Party. Was vertretbar ist, das entscheidet ja immer noch sie, weil sie muss das ja auch vertreten können, ne? Das Ding ist, zu keiner Emo, also mir passt das nicht, diese Aussage, ich habe zu keiner eine emotionale Bindung aufgebaut, weil ich glaub's ihm nicht. Ich glaub's ihm nicht. Das mit Bibi war nicht ganz ohne emotionale Bindung. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich fand die ganze Shakerei vom Adrian, das ist halt scheiße, ne? Aber es ist wie gesagt auch eine Show. Ich kann darüber hinwegsehen, Charlene bestimmt auch. Aber das mit Bibi, mit Justina,
Das war auf jeden Fall nicht ganz ohne. Felix, ich sag's dir, wie es ist, Digga. Ist blöd zu sehen, verstehe ich jetzt. Aber ich kann mich dafür nur entschuldigen. Aber wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass ich auf jeden Fall dem Test treu geblieben bin. Okay. Charlene, wie siehst du das? Ich kann ihn aber auch verstehen. Ich war ja früher, also als ich da war, habe ich das auch gedacht. So, ey, ich gehe doch nicht fremd, ich küsse doch keine andere. Naja, ist doch nichts passiert. Dann am Ende schon, aber bis dahin. Weißt du, aber das ist auch schon Kacke für den anderen, ne? Sehe ich ein bisschen anders. Ja, ja. Klar, er hat keinen Nico 2.0 gemacht oder mit einer rumgeleckt. Weiß ich nicht. Natürlich, ich liebe auch meine Freundin. Fakt ist, ja, wir sind hier hingekommen, haben gesagt, egal was passiert, wir gehen zusammen raus. Glaube ich jetzt gerade nicht mehr dran. Ja, ich wusste, dass er Gas gibt, haben wir auch gesagt, mach ruhig. Aber es war ein bisschen zu sehr Gas. Und das Schlimmste von allen sind gar nicht so die Taten, die du gemacht hast, sondern die Worte. Wir hatten ein Tabuthema, was ich dir gesagt habe. Wir meinten, alles, was nicht geht, ist in der Öffentlichkeit reden, emotionale Bindung reinstecken oder rumlenken von dem. Ja, und öffentlich reden, das hast du ja gemacht, Digga. Und die emotionale Bindung hast du auch gemacht, Digga. Von den Sachen habe ich nichts gemacht. Natürlich, du hast über unser Sexleben geredet und wolltest mich irgendwie bloßstellen oder so. Bloßstellen. Ich habe dir gesagt, ich möchte nicht, dass wir darüber reden. Und damit hast du mir einfach gezeigt, dass ich dir scheißegal bin. Nee, das war irgendwie alles so ein Tacken too much. Ah, okay. Den Tacken too much schauen wir uns jetzt noch mal an. Ich würde dich auf jeden Fall vor jedem hier vorziehen, obwohl du blond bist. So. Keine Ahnung. Aber ist auch dein Charakter. Ey, ich will Bibi hören. Das ist, wenn man eigentlich nur durch die Straßen läuft in Düsseldorf. Links dein Vater, rechts du. Und du in der Mitte, ne? Oh, Bibi. Kann ich Scheiß bei dir. Kann ich gerne mal machen. Ja. Womit ich bei dir eigentlich so ein Gentleman, verstehe ich gar nicht. Der war, ich schwöre, der war zuckersüß zu ihr, Alter. Zucker. Der war auch richtig traurig, als sie gegangen ist. Ja, guck mal, das Ding ist so, Bro, das ist ja das, was ich meine, ne? Das macht einfach, die Beziehung macht doch keinen Sinn. Das ist doch, die Charlene ist ja auch für dich nicht die richtige, Alter. Wenn du in Temptation Island bist und dann da so mit den anderen Mädels bist, dann ist sie doch gar nicht die richtige. Weißt, was ich meine? Du willst doch, wenn du deine Perle hast fürs Leben so, dann willst du das doch gar nicht. Dann brauchst du das auch gar nicht mehr, ne? Wir haben das beste Beispiel, haben wir bei Adam eben gesehen. Dann brauchst du das nicht mehr. Ne? Aber sag der Kleinen doch einfach, dass sie nicht die richtige für dich ist und dann ist doch gut. Ich kann dir alles erklären. Ach, jetzt kommt jetzt die Erklärung. Ja, musst du nichts erklären, aber es ist ja schön, dass du jedes Mal eine andere bei dir im Bett hast schlafen lassen. Du kennst mich, du siehst, dass da keine Gefühle im Spiel sind. Dass ich auch immer weggucke, wenn sie mir in die Augen guckt. Wie immer weggucken? Ja, du siehst, dass ich kein Fixier. Bro, du redest dich in Teufelsküche, sag es. Frag mal die ganzen Leute, Lagerfeuer 1, Lagerfeuer 2, habe ich immer die schlimmsten Bilder zu sehen bekommen. Es war eine Schippe too much. Genau, ich bin der Teufel und du bist der Engel, richtig. Adrian, für dich gab es auch Bilder, die dich ziemlich verletzt haben. Ja, auf jeden Fall. Wir gucken noch mal rein. Führerschein hast du, ne? Ja, natürlich. Okay. Natürlich, ein Mann ohne Führerschein ist... Was sind sie? Wie ein Mann ohne Cojones. Das ist ja wie in der Atom, man hat noch keinen Führerschein. Nein. Wie alt ist der Freund? 24. Auch. Du da auch, ne? Ich auch. Ich hab einen Führerschein. Die einen haben den, die anderen nicht. Okay. Ey. Mittlerweile denke ich mal, ich möchte jemanden haben, der mitten im Leben steht. Man will ja irgendwann auch mal eine Zukunft aufbauen und natürlich, planen. Natürlich. Und das sehe ich jetzt aktuell bei uns nicht. Na, läuft. Was ich trotzdem immer noch gut finde in der Runde hier, die wir haben, die beiden sind sehr respektvoll trotzdem zueinander. Die beiden werfen sich jetzt nicht unnötig die ganze Zeit Sachen gegeneinander vor, wer der Größere
Übeltäter ist, damit man am Ende besser da rausgeht aus der Nummer, ne? Das finde ich gut bei den beiden, also muss man auch sagen. Ja, ich habe halt auch in der Zeit viel über mich selbst gelernt. Ich bin auch reingegangen, um allgemein über die Beziehung so nachzudenken, weil wir auch so im Alltag viele Schwierigkeiten haben. Und... Aha. Ist nicht so? Du erzählst ja gerade Sachen, die hast du mir nie vorher erzählt. Doch, Altra, natürlich. Nein. Du hast nicht gesagt, dass du... Wie oft streiten wir uns wegen irgendwelchen Scheiß-Themen, ja, wo du sagst, ich kann mich nicht ändern, ich bleib so, wie ich bin. Und das ist ja auch gut so, aber ich kann das leider nicht mehr. Verständlich. Also Charlene, absolut recht, Alter. Also, ne, was soll das arme Mädchen da jetzt mit dem Adrian? Ne? Adrian, naja, du weißt auch, dass das nicht das Richtige für dich ist. Hand aufs Herz, Digga. Du weißt es für dich selber. Das ist nicht die richtige. Warum? Was willst du da noch? Aus Mitleid mit dir zusammenbleiben oder was? Das macht doch keinen Sinn. Ich verstehe es einfach nicht. Doch. Ich bin ehrlich, verstehe ich nicht. Absoluter Blödsinn. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich glaube, du musst dich noch ein bisschen austoben. Ja. Fakt. Wenn deine Gefühle nach zwei Wochen schon weg sind, dann hast du mich nie geliebt. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das stimmt doch gar nicht. Ja, wenn du sagst, du willst Schluss machen, dann sind ja keine Gefühle mehr da. Charlene. Ja, aber Bro, Alter, was erwartest du denn, Mann? Guck mal, die war mit dem Mika die ganze Zeit, weil du halt nur Scheiße gebaut hast. Dann war sie am Arsch, hat auch jemanden an sich rangelassen. Hättest du keine Scheiße gebaut, wäre die niemals so weit gegangen. Hätte die im Leben nicht dran gedacht, dass da irgendeiner im Bett schlafen kann oder so. Da muss man auch sagen, es ist dieselbe Scheiße gebaut worden. Ja, sie mit dem Mika, aber er auch. Aber er hat schon so viel Kacke gebaut, dass sie da auf jeden Fall... Sonst wären die nie irgendwie... Mika und Charlene zusammen... hätten die niemals so connected. Niemals hättest du die Kacke nicht gebaut, Digga. Wie ist es denn bei dir und Michael? Hast du Gefühle für ihn entwickelt? Hey, jetzt kommt's. Ja, es ist eventuell eine emotionale Bindung entstanden. Stark. Stark. Wisst ihr, was stark ist? Das ist natürlich nicht cool für einen Adrian. Man ist kacke. Aber sie gibt es zu. Sie gibt es einfach zu. Und... Das haben wir auch alle gesehen und alle haben sich gedacht, hätte sie da jetzt gesessen und gesagt, nein, wir sind nur Freunde. Ja, genau. Aber sie gibt es zu und das finde ich gut. Ja, das finde ich gut und ey, Digga, du hast einfach verkackt, Mann. Wenn du Scheiße baust, Alter, die ganze Zeit so, da müssen wir uns nie wundern, wir Jungs, dass sich unsere Perlen in den anderen vergucken, der einfach richtig gut zu der ist und denen genau das gibt gerade, was sie möchten. Da brauchen wir uns doch nicht wundern drüber, Digga. Du, auf gar keinen Fall, Alter. Ja, und sie gibt es zu und ist auch noch ehrlich jetzt zu dir. Und seh deinen Fehler ein, Bro. Reicht, du bist fremd gegangen. Ich habe gesagt, emotionale Bindung, sobald die da ist, ist fremd. Dann kann ich auch sagen, ist jetzt vorbei. Gut, dass du mir das gesagt hast, dann ist bei mir jetzt auch vorbei. Ey, alle haben immer gesagt, wie stark und cool du reagierst. Andere werden ausgeflippt. Du hast einfach beeinflussen lassen von den Leuten und das verstehe ich, das ist traurig. Gut, beenden wir das jetzt hier. Dann können die Leute sich ja selber darüber ein Urteil bilden. Charlene, also was bedeutet das jetzt für eure Beziehung? Ja, dass wir hier nicht gemeinsam rausgehen. Leider. My body is a cage that keeps me from dying. Es geht ihr nicht am Arsch vorbei, aber ihre Vernunft sagt einfach, ey, das macht keinen Sinn. Und ich finde, Adrian sollte das genauso sehen, ja? Das macht einfach für euch keinen Sinn, so. Das ist durch eure Beziehung. Die bringt nichts. Ihr habt beide auf jeden Fall ziemlich viel Gas gegeben. Der eine vielleicht körperlicher, der andere emotionaler. Es tut mir leid, aber ihr habt Temptation Island offensichtlich nicht bestanden. My body is a cage. Ich wünsche euch für die Zukunft nur das Beste. Temptation Island ist für euch jetzt vorbei. Alles klar, danke schön. Danke euch. Ja, also ich kann es mir nicht erklären, warum sie jetzt die Beziehung beendet hat. Aber dann soll es nicht so gewesen sein. Ja, Temptation Island hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet. Ich bereue das auch nicht. Und auch wenn ich mit Mika jetzt nicht so eine Verbindung aufgebaut hätte, wäre ich trotzdem nicht mit Adrian hier zusammen rausgegangen.
Das glaube ich auch. So, Freunde, das war's mal wieder mit Let's Talk About Temptation, Baby. Vergesst nicht, wir haben nächste Woche noch eine Wiedersehensshow. Ich glaube, die wird extrem geil wieder. Und vergesst nicht, Fragen. Habt ihr Fragen an die Kandidatinnen, an die Kandidaten, an die Verführerinnen und an die Verführer? Leute, haut die einfach rein. Was wollt ihr gerne wissen? Was brennt euch auf der Seele? Was ist interessant? Was kann ich die fragen? Wisst ihr, wie ich meine? Wäre doch geil, Alter. Dann machen wir ein paar Community-Fragen auch noch so. Dann kann ich mich da sitzen und sagen... Frage aus der Community, weißt du? Auch von uns hier, geil, Alter. Ansonsten wünsche ich euch das Beste. Wie gesagt, bis nächste Woche. Wir reagieren natürlich auch noch auf die Wiedersehensshow. Und ja, ansonsten macht's gut. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schreibt in die Kommentare. Die ganze Folge von Temptation Island auf RTL Plus gibt's hier. Und die restlichen Folgen von Let's Talk About Temptation Baby gibt es hier. Ich küsse euer Herz, hab euch lieb. Und sehe euch nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.